Hallo, ihr Zipped-Up Tube. Hallo. Und heute haben wir hier ein Nano-Hex Mikro-Multicopter heißt er. Ist das so ähnlich wie eine Drohne? Genau, eine Drohne in klein. Und ich bin gespannt, wie gut die fliegen wird. Ich finde Drohnen an sich voll cool. Ich würde sagen, wir packen es einfach direkt aus und dann gucken wir mal, wie gut es dann fliegen kann, das Ganze. Oh. Also die wiegt schon mal so ein bisschen und ist verdammt. Die wirkt ein bisschen. Die kann man schon so schnell verlieren, glaube ich. Ja, du musst aufpassen, wo du hinfliegst. Soll das hier die Kamera sein? Ich hab keine Kamera. Hä? Warum soll das eine Kamera haben? Hast du nicht gesagt, drunter noch eine Kamera ist? Nicht alle. Und für so eine kleine hat, glaube ich, keine Kamera. Ich bin gespannt, wie lange man damit fliegen kann. Ich glaube, wenn da Ersatzrotoren dabei sind, dann werden die wahrscheinlich abbrechen, wenn man irgendwo gegenfliegt. Soll ich mal hier so einpacken? Ich schätze mal, man muss das halt ja auch erstmal irgendwie laden. Gucken wir es mal an. Also, es ist an. Man hat hier so einen kleinen, ganz kleinen Knopf, der ist wirklich ganz, ganz klein. Und wollen wir anfangen? Mhm. So, ich hoffe, ich kriege die Steuerung hin, denn eben habe ich es ausprobiert und ich bin fast gegen Papas Kopf noch geflogen. Warte. So. Das meine ich mit der Steuerung. Wollen wir nicht das mit der Kamera machen? Hinterherfliegen? So? Ich glaube, ich muss das nicht nochmal genauer zeigen. Wo ist das jetzt? Kann ich mal? Kannst du auch, warte. Also, ich zeige dir da kurz. Dann hab ich die Steuerung. Also, ist das schon. Au! Spinnst du? Ja. Also, Steuerung müssen wir nochmal üben. Am besten geht man damit wirklich raus. Wie kann ich mal? Also, wenn man hier nach oben macht. Dann bewegt sich das ganz stark. Mhm. Wenn man hier auf der anderen Seite das Ganze macht, dann steuert man die Richtung. Das kann man jetzt schlecht zeigen. Auf jeden Fall kann Ash das auch mal ausprobieren. Also mach mal langsam. Und dann bewegst du. So, mal, warte. Und heb dich. Weiter. Oh, warte. Warte. Was ist das Ding? Warte. Moment. Also. So. Ja, mehr. Gib mehr Gas. Okay. Wow. Der Urwurkas bist wieder. Mann. Papa meinte, man kann irgendeinen Knopf drücken, damit er in der Luft stehen bleibt. Passiert nichts. Kann man machen. Das ist aber nicht geeignet. Warte so. Möchte ich jetzt in die Jungflinie. Bitte. Ups. Wir müssen auf jeden Fall nochmal ausprobieren, wofür die ganzen Knöpfe da sind. Denn das habe ich nicht ganz verstanden. Ich versuche mal damit möglichst lange in der Luft zu bleiben. Okay, das war eine Sekunde. Okay, mal sehen, ob ich. Das war's dann auch schon. Mal sehen, ob ich den Rekord bekomme, Max. Wer du drückst was, dann wird mir der Finger abgemacht. Ey, willst du? Drehen sie alle Rotoren? Nö, eins ist abgebrochen. Was du? Jetzt weiß ich auch, wofür die Ersatzrotoren sind. Genau das weiß ich jetzt auch. Wo ist denn der? Wo ist der hingeflogen? Irgendwie da unten. Auf jeden Fall fehlt bei uns jetzt schon mal eine Rotor. Wo sind denn jetzt die Ersatzrotoren? Achso, die sind... Hätte ja irgendwas mal gesehen. Hier? Warte, ich guck mal, ob der hier war. Wir spielen jetzt noch mal ein bisschen weiter damit. Und das war's jetzt von dem Video und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Los. Ja, mach. Ich hoffe, wir müssen aufpassen, dass da nicht noch mehr kaputt geht.